Ja. Schnucki. Lalalalala. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert, Mäuschen. Yeah, would you kindly, wäre total knorke von dir. Und wohin? Who cares, right? Hauptsache nicht hier drin. Ah, da lang. Okay. Was haben wir hier? Anweisung für Identifikationskarte. Stecken Sie eine Karte in die Maschine, füllen Sie ein Passwort aus. Darf ich das nochmal sehen? Ziehen Sie die Karte durch, nachdem das angegebene Passwort geprüft wurde. Are you kidding me? Willst du mir jetzt erzählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs? Maybe? Achtzehn, vierunddreißig, sechsundsiebzig. Ah, Waring Kana Kakalake. 25.000. Das ist doch schön. Okay. Whatever. Ein Stück vielleicht noch nach da, damit sie uns nicht sehen kann. Gut. Es wäre geil, wenn das jetzt nicht doof piept. Moment, ich brauche die Nummer noch mal. 18, 34, 76. Hat funktioniert, wie es scheint, oder? Ja. Und jetzt kommst du noch mal hier rein, oder? Oder auch nicht? Hier ging sie gar nicht rein, ne? Das Spiel zwischendrin mal gespeichert? Irgendwas hier noch?
Okay. Also ich könnte ja jetzt sofort wieder runter. Aber möchte ich das? Alter Finner. Alter Finner. Alter Finne. Thai School Massaker. Es ist doch. Also ich würde sagen, das ist eine Schule jetzt hier, oder? Ja. Wieso soll ich dafür einen Schlüssel haben? Ach, ich muss wahrscheinlich hoch und dann wieder runter und Dinge tun. Ja. Aber unten wartet Mäuschen ja auch schon wieder auf uns. Hallo? Auch in die 4 könnte ich auch. In die 1 nicht. Aber gut, wir waren ja in der 3, oder? Da brauchen wir doch die Karte. Bei der hässlichen Kuh. Herzlich willkommen bei der Damenbekleidung. Eiert die jetzt da noch rum, oder? Wenn dem so ist, haben wir ein Problem. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist sie auch schon wieder hier? Strippen aus dem Blabla-Zimmer. Tagebuch. Beschreibung zur Geisterbe. Warum sollte ich die besch. Ich frag gar nicht. Räucherstäbchen sind das Hauptinstrument bei allen religiösen Ritualen. Unterschiedliche Anzahl des Räucherstäbchens, unterschiedliche Bedeutung und Ziele. Allerdings zündet man nur ein Räucherstäbchen bei der Geisterbeschwörung an. Was macht denn der Typ wieder da? Ist das ihr Speer oder? Zum Fick soll ich einen Geist beschwören? Hier rennen doch genug rum. Wieso denn? Wieso denn und wo? Also da hinten, da würde Sinn machen. Aber warum? Da ist ein Totenkopf. Da sind sogar zwei. Oh. Ja. Oh.
Ja, da ist jetzt ein Räucherstäbchen. Und wir haben jetzt kein Feuerzeug. Hier stehen ja auch nicht genug Kerzen. Der läuft ja sogar. Echt jetzt? Bleibst du jetzt da? Da sind Schränke. Ich habe eine Tür im Gesicht. Das heißt, der ist da jetzt beschäftigt, oder was? Aber sie ist doch hier auch noch am Schlüssel, oder nicht? Ja, dann macht das Sinn, aber dann würde ich nicht beschwören, sondern ablenken sagen. Da steht jetzt nicht noch so einer, willst du mich verarschen? Och, leck mich doch am Zeh. Are you serious? Der sieht mich doch sofort. Und wenn er mich sieht, kommt die Olle. Am I right? Ich bin hier hinter irgendeinem kleinen Kartönchen. Du kannst mich gar nicht sehen. Nee, hinter Dingensgläsern. Ja. Ach so, das ist der. Hallo. Hallo. Die geht gar nicht auf. Ist es nicht schön? Und sie eiert hier auch noch rum. Oh, Alter. Also jetzt wird es aber langsam gemein. Das ist aber alles andere als nett, ey. Und wo ist sie jetzt noch am Stissel? Wir werden es wahrscheinlich gleich rausfinden. Kaum auf den Sack. Wie sollen wir denn jetzt vor ihm? Wie soll denn das gehen? Warte mal. Der verschwindet dann aber auch, oder nicht? Hey, you saw me. Ja gut, der Geist hat gesehen, wo ich reingegangen bin, aber du hast es nicht gesehen. Weißt du Bescheid? Und wenn er mich entdeckt hat, ist er weg. Sehe ich das richtig? Scheinbar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, so kann man das machen. Ich würde gerne mal an einen Punkt kommen, wo ich aufhören kann für heute. Jetzt steht er da wieder. Was? Ich werde ausgelacht. Hi, Flo. Da bist du ja wieder. Wie soll ich das denn machen? Ja. Schön. Wie stellt ihr euch das denn vor jetzt bitte? Jetzt guckt er hierher. Und wenn er nach rechts guckt, dann mache ich die Tür auf und gehe wohin? Da hinten, wo sie langläuft, komme ich ja gar nicht hin. Das heißt, hier siehst du mich nicht.
Da eiert sie rum. Ach, hör doch auf. Okay, ich muss warten, bis er wieder nach rechts. Oh Mann, und sie! Geradeaus. Nach rechts? Jetzt! Trollolol! Ja, okay. Und hinter diesem Zeichen sind wir sicher, oder was? Also ich werde mich hüten, irgendwie versuchen dahinten, ne? Guck nach rechts. Geh weg. Guck nach rechts. Fein. Ja. Gut. What about this door? Wäre ja auch zu leicht gewesen. Tust du das? Nee, laufen ist hier gar nicht gut. Aber die eiert ja immer nur so kurz hier lang. Wie stellt ihr euch das vor? Ach, hier ist ja auch eine Tür. Ja, mach mal, Mäuschen, mach mal. Hä? Aber die Lusche hat auch da. Okay, da wäre wieder so ein Dingens. Was ich wo einsetze, um den Geister wegzukriegen? Keine Ahnung. Da? Nee. Und da geht sie auch ein Stück rein. Was macht sie denn da? Eine Tür auf. Warum ist sie noch nicht auf? Sie und ihr Cuttermesser, ey. Jetzt kommst du hier lang, dein Scheiß Ernst. Och, was? Nein! Nein! Ich laufe. Oh, jetzt kann er ja wieder nicht mehr rennen. Wie soll das denn funktionieren, wenn er nicht rennen kann? Buh. Wie soll das denn gehen? Warum kann er denn nicht mehr rennen, wenn sie ihn angegriffen hat? So wie zum Thema Lauf um dein Leben. Warum dreht die um und kommt in meine Richtung? Geist weg. Geist wieder da. Wo war denn der Speicherpunkt? Das finde ich wohl nur raus, wenn ich sterbe. Scheiße. Ach, scheiße. Wann kommt sie denn jetzt? Timing ist alles, ne? Ich fand das Gruseln im Haus aber irgendwie besser als das hier. Das ist voll anstrengend. Achso, jetzt geht sie nach da. Und er guckt nach links. Dreht sich jetzt um? Gut. Jetzt guck nochmal her. Und guck nochmal nach links. Also nach rechts. Du weißt schon, Digga. You know what I mean. Good boy. Soweit kannst du gar nicht gucken, wie es scheint. Und wo soll ich das nächste Ding ins Hinten machen? Hier? Ne, da gehört auch eine Kerze hin. Wo genau? Und sie läuft die ganze Zeit nur diese kackkurze Strecke und kaum bin ich am Stissel, ist sie ein Arsch. Willst du mich verarschen? Wieso denn jetzt? Ah! Irmgard! Plop. Oh, es ist kaum anstrengend.
Also ich probiere jetzt noch einmal, ja? Einmal noch. Wenn sie mich jetzt wieder sieht, erwischt, mir scheißegal wie, dann höre ich auf für heute. Jetzt schon late. Ja, late.